ja wirklich so gewesen, dass mit der erneuten Rückkehr einiger Spieler jetzt da eine von den Namen her und auch so von der Vergangenheit her da wirklich eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz stand für Borussia. Zacharia kam noch zurück, im Unterschied zur Woche davor, rückte dann in die Mannschaft für Thorgan Hazard. Der hat eine Pause bekommen, nach den doch eher schwachen Auftritten der letzten Woche, für mich auch nachvollziehbar in gewisser Weise. Hermann durfte nochmal ran auf der rechten Seite. Da fehlt uns ja auch momentan so ein bisschen ein Spieler, der vielleicht diese Rolle zwischen in der Fünferkette sowohl offensiv als auch defensiv aufmerksam zu sein, perfekt erfüllen könnte. Gut, er hat die Rolle wieder eingenommen, aber trotz dieser Aufstellung, trotz der durchaus namhaften Besetzung kam ja fast gar nichts. Nee, also vor allen Dingen in der kompletten ersten Halbzeit hat Berlin eigentlich uns komplett ja, abgeschaltet, kann man sagen. Obwohl Berlin auch nicht glänzen konnte. Aber sie standen defensiv sehr gut und uns fiel absolut überhaupt nichts ein. Also da war viel Geschiebe hintenrum, viel zum Torwart wurde zurückgespielt und Torchancen eigentlich nahezu komplett Fehlanzeige. Ich erinnere mich an einen Einwurf, den Stindl, wo er schnell antizipiert und abschließen kann. Und einmal der Schuss von Cuisance. Ich glaube, das war es eigentlich von nennenswerten Chancen. Und das waren eigentlich auch nur, ja, Halbchancen. Also von Stindl vielleicht noch größer als von Cuisance, aber da ging eigentlich gar nichts. Ja, es war so ein bisschen Verwaltermentalität, glaube ich, haben wir gesagt, während Ja. des Spiels von beiden Seiten. Wobei es natürlich dann erschreckend einfach war für Hertha, dann doch mit ein, zwei schnellen Pässen unsere Abwehr auszuhebeln. Ja. Gute Szene für Selke schon relativ zu Beginn des Spiels. Dann, ja, in der 40. Minute, nachdem wir wirklich, ja, wie du schon richtig sagst, eigentlich von Harmlosigkeit nicht zu übertreffen waren, dann ein halbhoher Ball in den Strafraum, den er mit der Brust annimmt. Also annehmen kann, Ja. relativ in Ruhe. Dann auch noch Vestergaard unglücklich den Ball rüberspitzelt und Kalou dann abstaubt. Ja. Ja, es war, glaube ich, die Krönung einer, man kann schon fast sagen, katastrophalen ersten Halbzeit. Ja, also ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, Christian, aber das war für mich vielleicht die schlechteste Halbzeit der ganzen Saison, obwohl wir eigentlich schon in der Hinrunde zum Beispiel gegen Mainz auch gedacht haben, schlimmer geht's nimmer. Aber gut, ich meine, das wurde ja dann auch in der Halbzeit entsprechend kommentiert von den Rängen. Auch nicht zu Unrecht, finde ich, weil, also, wenn man wirklich noch die Restchance an die glaubt, vielleicht nochmal ranzugehen ans internationale Geschäft, dann so ein Auftritt, beziehungsweise auch allgemein in der momentanen Situation, Genau, die einfach das angespannt ist, wollte ich gerade sagen. ganz Also, unabhängig vom Tabellenplatz, genau. das ist ein absolutes No-Go, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Ja, und genau, du hast völlig recht. Also selbst wenn man sagt, das mit Europa ist nicht mehr besonders realistisch, man hat ein Heimspiel, man hat was gut zu machen, man hat Gegen einen wirklich. vor allen Dingen auch nicht mal besonders starken Gegner. Ja, also man hat gesehen, Hertha BSC, wie wir es schon vorher gesagt haben, wie es eigentlich auch schon seit Wochen ist, jenseits von Gut und Böse in der Tabelle und auch so also die spielen halt ihren Stiefel da so halbwegs runter, aber Ja. man hat nicht das Gefühl, dass die Mannschaft noch wirklich was erreichen will diese Saison. Bei unserer hätte man das eben erwarten müssen und das, was du sagst von wegen Einsatz und so weiter, es ist halt immer nur schwer zu sagen, wo genau liegt das Problem? Was wir sehen ist, es gibt keinerlei Bewegung im Spiel. Jeder Ball wird im Zweifelsfall nach hinten zurückgespielt. Derjenige, der im Angriff mal einen Antritt macht, ist eigentlich sofort die ärmste Sau, weil er läuft dann irgendwann auf den ersten Gegenspieler zu und Ja. hat keinen mehr, der ihm wirklich hilft. Ja. Und es geht natürlich auch wahnsinnig viel schief. Also wenn mal versucht wird zu kombinieren, sind die Bälle schnell wieder weg. Ja. Ja, dann helfen manchmal nur ziemliche Befreiungs- oder ja, so Notfallaktionen von hinten, lange Schläge, Ja. die dann nicht ankommen. Also es war rundherum eine schlechte Leistung und ich glaube, das hat auch keiner der Verantwortlichen oder Spieler nach dem Spiel bestritten. Nein, also man hat ja auch gesehen, die Reaktion von Eberl auf der Bank. Also im Sportstudio war Eberl ja auch gestern und da wurden ja auch einige seiner Reaktionen auf das Spiel Ja, gezeigt. Wir aber konnten Leute, die es. das Spiel auch vom Fernseher aus gesehen haben, hatten uns ja schon erzählt, dass er wohl die ganze Zeit eingeblendet wurde Ja. und da wirklich Also stinksauer ich sag saß. mal, ich sag auch mal so, ich finde es gut, dass Borussia auch versucht mit der, ich sag jetzt mal, modernen 3-4-2-Aufstellung, 3-5-2-Aufstellung da irgendwie zu agieren. Aber ich glaube, die Mannschaft hat es in der ersten Halbzeit einfach nicht verstanden oder Ja. kann es nicht in der Besetzung, wie es war, weil man hat dann ja in der zweiten Halbzeit umgestellt, Hazard gebracht und dann sah es eher nach einem 4-4-2 aus, was die Mannschaft deutlich besser beherrscht, was, wenn ich jetzt auch mal in die zweite Halbzeit Ja. reingehe, nicht erstmal das Spiel so sehr verbessert hat. Eben, das wollte ich gerade sagen. Also, ich sag mal so, unmittelbar nach dem Anpfiff
nach dem Wiederanpfiff hat man schon gesehen, okay, man möchte weiter nach vorne spielen, man möchte jetzt dann zum Ausgleich kommen. Relativ zaghafte Versuche. Hazard kam ins Spiel für Zakaria, der völlig abgetaucht war eigentlich. Also ich glaube, da war es vielleicht auch einfach noch zu früh, ihn wieder voll einzubinden. Aber relativ schnell hat sich ja dann doch wieder gezeigt, dass das Spiel verflacht ist. Und stattdessen dann Berlin fast mit ein, zwei Bällen zu besten Möglichkeiten kam. Und ich meine, dass sie uns da am Leben lassen mit den kläglich vergebenen Möglichkeiten. Es kann 2-3-0 vielleicht für Berlin stehen, vielleicht sogar 4-0. Und gut, so ist das dann im Fußball. Ja. Diesmal mal auf unserer Seite. Ja, da war ich auch überrascht, wie entspannt doch Pal Dardai da doch war und nicht wütender auf seine Mannschaft war. Das stimmt. Aber ich meine, man hat dann auch gesehen, dass Borussia dann, ich glaube so ab der 70., 75. dann doch Anstalten gemacht hat, sich ein bisschen anzustrengen oder ein bisschen Einsatz zu zeigen. Vorher gab es noch ein Tor, was aberkannt worden ist wegen Abseitsposition. Ja. Auch korrekterweise, muss man ja auch sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, man sieht es ja nicht immer. Ich hatte schon ein bisschen gedacht, als im Aufbau der Szene, dass es Abseits sein könnte. Dann gedacht, okay, anscheinend wird es weitergelaufen lassen. Natürlich absolutes, an der Stelle muss man sagen, Versagen des Linienrichters, der ja quasi perfekt zur Linie steht. Wobei es auch relativ knapp war, aber es ist eine strafbare halt Abseitsposition. Ne? Und ich finde, dass das eigentlich auch gut gemacht worden ist. Klar, es ist komisch, dann zu jubeln, aber ohne viel Tram-Tram hat dann Steinhaus sich das angehört aus Köln und dann einfach auf Abseits entschieden. Hat keine Zeit gekostet, ein bisschen ärgerlich natürlich immer, wenn ein Tor aberkannt wird, aber aus meiner Sicht hat man da gesehen, wie einfach und schnell es funktionieren kann. Genau, und wie durch ein Wunder sind wir verschont geblieben vom zweiten Gegentor, haben dann tatsächlich mit einer wirklich ganz schönen Kombination den Ausgleich gemacht über die rechte Seite. Dann am Ende Drimmitsch verlängert, Hazard schließt ab. Schönes Tor. Sowas haben wir lange nicht mehr aus dem Spiel gesehen, muss ich sagen. Da war auch mal das nötige Glück irgendwie da, dass Hazard den Ball dann einfach mit Risiko auch nimmt, durch die Hosenträger flutscht. Und aber schön rausgespielt, definitiv. Genau, und dann, wenig später dann beherzter Antritt von Nico Elvedi in den Strafraum und natürlich für das Auge ein klarer Elfmeter sofort. Ja, Bibiana Steinhaus stand eigentlich ganz gut dazu, hat die Szene falsch interpretiert. Dementsprechend hat sich der Videoschiedsrichter eingemischt und sie hat völlig korrekt dann, ohne viel Zögern, fand ich auch super, ohne jetzt irgendwie da Ewigkeiten irgendwie zu gucken auf den Bildschirm. Ja, sie ist hingelaufen, einfach, einmal angeguckt und zack. Das ist in dem Fall auch bei zwei Stellen mal perfektes Beispiel für einen Videobeweis. Einmal, dass er jeweils funktioniert hat und zum anderen, dass der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin auch einfach ohne Theatralik jeweils in beiden Situationen einfach das Spiel möglichst schnell fortgesetzt hat. Und wie gesagt, das ist für mich vielleicht schon ein absolut perfektes Beispiel dafür, wie der Videobeweis funktioniert. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, wir waren uns alle einig, oder wir zwei auf jeden Fall, dass es ein glasklarer Strafstoß war. Wir haben uns natürlich auch gewundert, dass Bibiana Steinhaus das zuerst nicht gesehen hat, aber eigentlich war mir ziemlich klar, dass bei der nächsten Unterbrechung doch mal ein Funkspruch kommt. Das ist das einzige Problem eigentlich. Klar, was man passiert, wenn es keine Unterbrechung gibt? Ne? Man ärgert sich dann natürlich. Ich weiß nicht, ob es dann auch möglich ist, ohne das Foul. Drimmitsch hatte, glaube ich, gefoult und daraufhin in der Unterbrechung wurde sich das mal angeguckt. Ich weiß nicht, ob man das Spiel deswegen unterbrechen kann, wenn der Ball irgendwie Mittelfeldgeplänkel, weiß ich jetzt nicht. Aber wir sitzen ja auch ganz gut da an dem Monitor. Relativ gut haben wir da einen Blick drauf und es war wirklich eine optimale und schnelle Geschichte. Steinhaus guckt kurz drauf, einmal auf die Szene und ihr war sofort klar, Strafstoß. Zeigt es an. Ich fand auch stark, dass sie dann die Erste ist, die Richtung Fans läuft und zum Elfmeterpunkt, weil es ja vorher auch den ein oder anderen darüber sprechen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Einige Kritik an der Schiedsrichterin gab. Kritik. Und sie hat da... Ich finde, sie hat einfach eine starke Leistung gemacht. Und dann auch als allererste in die Richtung zu laufen, ohne Angst davor, was jetzt aus der Kurve kommt, finde ich gut. Ja,
Ja, sie ist eine gute Schiedsrichterin. Sie hat, das zeichnet sie einfach auch aus im Vergleich zu vielen dieser jungen Schiedsrichtergeneration, die häufig sehr unsouverän wirken, mit überzogener Theatralik, Ja. oder eben, einfach wirklich diese Unsicherheit verkörpern. Und da ist sie einfach, cool geblieben und wunderbar. Wie gesagt, also, wenn man mir jetzt sagen würde, das ist ein schlechtes Beispiel, der Videobeweis funktioniert nicht, dann würde ich dieses Spiel tatsächlich da auch Ja. dagegen halten, weil in beiden Szenen völlig richtig entschieden wurde. Ja. Gut, aber kommen wir zurück zu unserer Leistung, denn das ist ja letzten Endes auch das Entscheidende. Borussia hat den Elfmeter dann verwandelt, Hazard hat den Torwart verladen, bisschen Risiko dabei, aber wenn es gut geht, sieht es immer gut aus. Ja. Man hat das Thomas Spiel. Müller macht das seit Jahren, also. Er hat aber auch schon ein, zwei Mal nicht funktioniert jetzt, deswegen schießt er keine mehr. Ja, also am Ende dann nochmal ein, zwei Szenen für Hertha, wo sie gut noch zum Ausgleich kommen können. Ja. Wir hatten jetzt nicht mehr so wirklich was vorne zu bieten, haben das Ding aber nach Hause gebracht und. Ja, dann steht man dann nach dem Spiel da, hat ein Spiel, in dem zwischendurch schon heftige Pfiffe kamen, in dem schon gegen den Hacking Trainer raus. skandiert wurde und gewinnt dann das ganze Ding, hat jetzt 40 Punkte, steht jetzt solide da, wo man ja momentan wahrscheinlich von der Verfassung her maximal stehen kann. Ja. Aber ich Also bleib dazu. dabei, das ist, und deswegen ist es gut, dass auch dann direkt nach dem Spiel die Reaktionen nicht anders ausgefallen sind. Es ist absolut kein Ruhekissen. Und es ist eigentlich eher alarmierend, in welcher katastrophaler Form sich die Mannschaft vor allen Dingen in den ersten 70 Minuten präsentiert hat. Also ich fand es halt auch gut, die Aussagen von Dieter Hecking, die ich gehört habe, weil man hat auch gemerkt, dass er eigentlich, ich hatte den Eindruck, er war fast schon sauer, dass die Mannschaft sich so präsentiert hat und das eigentlich überhaupt nicht geht. Da ich glaube, vor allen Dingen, das haben wir schon häufiger gesagt, ich glaube, intern werden vor allen Dingen sehr klare Worte gefunden und ich hatte auch gestern den Eindruck, dass Max Eberl im Sportstudio bei der einen oder anderen Frage oder worüber er gesprochen hat, schon sehr angesäuert war und man doch gemerkt hat, dass es ein bisschen in ihm brodelt, weil einfach viele Sachen, glaube ich, im Verein oder eher gesagt, auch in der Mannschaft nicht so laufen, wie sie sollen. Das machen wir dann gleich auch zu unserem Analysethema. Ja. Ich würde sagen, bevor wir da reingehen, hast du noch was zum Spiel, was dir besonders aufgefallen Also, ist? was mir aufgefallen ist, schön, dass du das nochmal so fragst, und zwar mit der Einwechslung von Drimmitsch, der jetzt fürs Spiel nicht besonders viel gebracht Er hat, hat hat das man Tor aber, er hat vorbereitet. das Tor vorbereitet, ja, aber das hätte vielleicht auch jemand anderes geschafft. Aber was mir ganz gut gefällt, was Drimmitsch macht, er ist halt der Stürmer, der immer sehr, der die Verteidiger anläuft, der mit Körperlichkeit versucht, dagegen zu halten und einfach auch immer so ein Störfaktor vorne ist. Und auch wenn er angespielt wird, auch mal hoch, dass er arbeitet, dass er mindestens einen Spieler bindet, das ist eigentlich eine Geschichte, die hat mir ganz gut gefallen, als er reingekommen ist und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Josip Drimmitsch vielleicht unser Heilsbringer ist, aber dass doch diese Option mit dem Mittelstürmer, dass man da mal drüber nachdenken kann, weil es doch eine ganz andere Spielweise ist, die dann dahinter steckt und man einfach auch vorne körperliche Präsenz hat, die man sonst ein bisschen vermissen lässt. Ja. Auch ein Thema, was von Eberl im Sportstudio angesprochen wurde. Deswegen würde ich sagen, gehen wir dann gleich dazu, weil finde ich auch eine interessante Frage.